herzlich willkommen bei Dschungelcamp. Okay, einfach mal auf Play. Mhm. Wir machen das ein bisschen höher. So. Okay. Weil wir chillen nämlich hier gerade auf dem Sofa und haben, wie nennt man das? Wir haben den Plot geändert. Genau. Uns ist nämlich aufgefallen, dass in den letzten Folgen. Wo war die Kamera da, ne? Da. Irgendwie hat. Also, ne, wir haben das halt eben versucht, so ein bisschen einfach mal peppiger zu machen und letztendlich sind wir. Haben wir die Erfahrung gemacht, dass die ganze Sache aber sehr verkompliziert und auch irgendwie Authentizität kostet. Und es irgendwie nicht mehr so richtig bauchig auf Sendung war. Es waren einfach zu viele Fremdeinflüsse dann jetzt noch mit da drin, mit tollen Ideen und bla. Und irgendwie war es, ja, waren wir schon fast zu sehr Mainstream, wenn ich ehrlich bin. Ne, so. So kenne ich Dreharbeiten mit den Mainstream-Medien, so wie wir das jetzt gemacht haben. Das war halt auch schön, hat Spaß gemacht, so, ne? Und ich würde so zwischendrin schon noch so ein, zwei lustige Dinge reinmachen. Ja, wir gucken mal, wie wir das so auf. Aber heute ist nochmal eine andere Sendung, wo wir halt jetzt nicht irgendwie Schema F einhalten, sondern eigentlich wieder zurück an den Punkt wollen, wo wir hier einfach zeigen, was hier wirklich passiert in dem Wald, indem wir einfach die Kamera draufhalten und jetzt nicht irgendwie bestimmte Sachen filmen. Wir hatten uns halt heute wirklich, wir wollen ja inspirierend auch sein und so, dass wir uns überlegt hatten, für die Folge heute hier irgendwie im Wald Müll aufzusammeln. Und ja, hier ist aber gar kein Müll. Ja, man macht es trotzdem. Geht's im Wald, ja, und sammelt Müll. Eben. Und das ist das, was ich dann halt eben auch gesagt habe. Wenn ich sage, Melli, wenn du mit mir auf Tour bist, wirst du sehen, wie ich an keinem Stückchen Müll vorbeikomme, ohne es aufzuheben und die Mülltonne zu schmeißen. Und da können wir dann auf irgendeinem Parkplatz genauso irgendwie das machen. Und das ist für die Leute teilweise noch viel greifbarer, weil sie eher auf dem Parkplatz sind und da mal eingeladen sich fühlen, von herumliegendem Müll ihn einfach mal in den Mülleimer zu schmeißen. Ich bin halt vom IHR, ne? Ich bin explizit hier, um diesen Planeten schöner zu machen. Und auch wenn ich nicht dafür bezahlt werde, aber das ist dann meine Bezahlung, einfach gewissen Müll einfach schon mal wieder aus dem Bild rausgeholt zu haben. Und das ist einfach ein Hobby von mir geworden, würde ich es bezeichnen. Und das mache ich eigentlich überall. Und deswegen brauche ich das hier jetzt nicht so zu zeigen, sondern wird sich bestimmt, weil hier ist gerade kein Müll. Aber irgendwo wird irgendwann, wenn wir demnächst unterwegs sind, möglich. Es ist cool, dass ich hier in die Augen gucken kann, während du so hier ja, das cool. Ist voll toll, ich kann hier voll mit dir reden. Nice. Da wirst du dann auch die Kamera einfach draufhalten können. Ja, jetzt machen wir mal Müll weg, so, weil da welcher ist und nicht welcher, den wir jetzt erst hier in den Wald verteilen müssen, um dann zu zeigen, wie man Müll wegmacht. So, das wäre für mich einfach nicht mehr authentisch gewesen. Das geht dann eher in Richtung autistisch. Weil du kriegst halt tatsächlich von dem, was du machen willst, dann nicht mehr viel getan. Und ja, das ist eine Show hier, aber die Bauchi auf Sendung war eigentlich immer eine Show, die gezeigt hat, was ich mache und nicht so irgendwie irgendwas umzuzeigen. Das ist genau das, was ich 13 Jahre auf meinem YouTube-Kanal jetzt explizit eben nicht gemacht habe. Und so haben wir uns gedacht, machen wir hier einfach mal das, was wir hier gerade machen, nämlich einfach unsere Gedanken mal so ein bisschen teilen, weil da ging es gerade darum, wie machen wir weiter. Ja, Wohnmobil. Ja, Wohnmobil ist halt eben das, wo wir halt beide gerade noch, also wir hatten eigentlich schon eins in der Hand. Wobei wir bekommen ja jetzt ein Auto. Wir können auf jeden Fall gerade ein Auto bekommen um 300 Euro, die ich auch einfach so gerade mal aus der Tasche bezahlen kann. Und dann haben wir auf jeden Fall unsere Mobilität und werden dann im Notfall schon mal ohne Wohnmobil anfangen zu reisen. Aber für die Tour, die wir vorhaben, ist ein PKW definitiv nicht das Richtige, weil das soll über Wochen gehen und wir wollen halt eben konzentriert uns damit beschäftigen, coole Projekte und Leute vorzustellen und bei denen mal vorbeizuschneiden und die mal zu filmen und zu zeigen. Und das, ja, das wird im PKW definitiv nicht dasselbe sein. So, und
es soll ja auch irgendwie noch Spaß machen, das Ganze, weil ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Inhalte von uns sehen wollt, wenn wir gerade scheiße drauf sind. Ne? Ich erspare euch das sowieso, seit ich angefangen habe, Videos zu machen, wenn ich so richtig scheiße drauf bin. Also wenn ich so richtig scheiße drauf bin, also so richtig scheiße drauf bin, dass ich darüber schon wieder lachen kann und konstruktiv damit umgehen, dann habe ich euch auch wieder Videos davon gemacht. Aber rumnühlen, glaube ich, tut die Welt schon genug. Da muss ich auch noch nicht auch noch Videos davon machen, wenn es mir gerade nicht so gut geht und ich gerade in meinem Kopf irgendwas gerade rücken muss und so. Ja, so wie ich das gestern irgendwie gemacht habe. War vielleicht nicht die lustigste Sendung für mich gestern, aber von denen, die wir gemacht haben, auf jeden Fall die authentischste. Ja, wobei die Feuerstelle und so haben wir auch wirklich gemacht. Ja, ja, aber natürlich, wir haben das alles wirklich gemacht, so nur halt eben nicht dann, wo sich das für mich eigentlich ergeben hätte, sondern halt, wenn die Zeit da war, die Kamera da war, wir es machen konnten, andere Leute da waren, die dann noch irgendwie mit ihren Händen im Spiel hatten und sowas, ne? Und ja, das hat das dann halt alles mitunter sehr verkompliziert und auch einfach sehr stressig gemacht und sehr viel Energie gekostet. Und jetzt, ja, da wir es hier sowieso eben gerade einfach für die Leute machen, die es interessiert, bin ich mir sicher, interessiert es euch auch weiter, wenn wir jetzt gleich einfach mal wieder zu dem zurückgehen, wie ich es eigentlich schon seit Jahren mache, nämlich dann, wenn da gerade irgendwas wert ist, aufzunehmen, dann noch aufzunehmen und nicht irgendwelche Sachen quasi für die Kamera jetzt irgendwie ja, zu stellen, nennt man das. Auch wenn es ist trotzdem meine echte Feuerstelle ist, wo ich auch gestern Abend das Feuer noch angehabt habe. So, ne? Ja, aber wir können auf jeden Fall gerade mal die Bombe platzen lassen, dass du bis jetzt noch nicht einmal im Dschungelcamp geschlafen hast. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel auch, das ist zum Beispiel halt auch, was das war jetzt die Storyline und die ändern wir jetzt einfach. Das da war die Plotänderung. Ne? Die Melly ist halt zwischendurch hier, aber sie ist halt nicht wirklich ins Dschungelcamp eingezogen. Das wäre jetzt eine tolle Sache gewesen, so die Stadt Tussi hier zu zeigen, wie die sich da im Wald. Aber eigentlich ist viel geiler, was wir hier gerade machen. Nämlich ist die Melly genau so, wie sie ist, hier gerade sitzt, weil sie hier sein will und nachher wieder im kuscheligen eigenen Bett schlafen geht. Ne? Ja, die Prinzessin. Die Prinzessin. Die innere Prinzessin. Ja. Was ich völlig okay finde. So, ne? Und trotzdem war es vielleicht für den einen oder anderen anregend. Ja, man gucken, muss auch dazu sagen, dass die letzten Tage sehr intensiv waren mit den Ubuntu-Festivals und ja. Es waren nicht so viele Leute wie gedacht, aber halt einfach die Bedürfnisse einzelner Menschen waren so riesig und ja, dafür hatten wir trotzdem immer relativ viele Leute um uns rum, die gerade ja, was auch von uns wollten auch. Ne? Also ich habe auch mit wem gesprochen, es waren 30 Leute, haben sich angefühlt wie 300 irgendwie. Ja. Also irgendwie hat sich da auch was verändert von 2016 also, ne, bis jetzt. Ohne Vorwurf an irgendwen, das ist jetzt gar nicht so gemeint, wir haben das ja, aber es ist halt schon, man hat schon gemerkt, dass es Energie gekostet hat, auf Dauer jetzt auch wirklich ohne Pause durchzuziehen. Obwohl es wunderschön war und also die Resultate, bereuen tun wir nichts. Ne? Wir sind viel fundamentaler jetzt als 2016. Ja. 2016 war das wirklich viel mehr noch so eine Party und alle sind wieder nach Hause und jetzt haben sie 4 Jahre irgendwas anderes gemacht und jetzt merkt man schon, die Leute möchten einfach ja, Fundament und irgendwie diese neue Erde halt wirklich aufbauen. Ich muss mal, mir wird der Arm lahm. Und ich musste gerade so lachen, Entschuldigung. Boah, Melli, du bist voll der Erbsenkopf, ne? Du hängst da an meinem Kopf wie so ein, wie eine Beule. Jetzt weiß ich, was du gestern meintest, als du dem Dr. So. Kevin gesagt hast, kannst du das aus der anderen Perspektive fotografieren, wenn mein Kopf dann was größer aussieht. Ja, das ist aber alles, du kannst. Ich mal um. Also. Kann man ja alles schneiden. Das ist ja auch komisch. Naja. Ja. Ja, man kann nicht immer perfekt ausschauen. Und trotzdem sind wir perfekt. Darauf kommt es an, dass man sich gut fühlt, dass man irgendwie mit dem, was man macht, halt auch im Reinen ist und im Einklang und das eigentlich
in Ruhe machen kann. Wir lungern da auch irgendwie ja, so her. Wir lungern voll rum gerade. Das war es gerade an. Ich wollte eigentlich, hätte ich heute dann eine Pause gemacht. Ihr merkt, dass das Thema Pause gerade ein Thema bei mir ist. Ne? Und ich glaube, dass es für alle Menschen draußen gerade ist. Geht nicht auf die Straße und schreit, wir wollen Frieden. Geht in die Ruhe und kreiert euren inneren Frieden. Ja, genau. Und just wo ich das entschlossen habe, heute keine, haben wir eine halbe Minute später die Kamera angemacht. Ja, lass uns das mal erzählen. Und jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Ja, das ist gerade ehrlich. Das ist gerade, das fühlt sich auch gerade ganz anders an irgendwie, ne? Voll. Obwohl ich schon ein bisschen auch hier eingezogen bin. Ja, auf jeden ein Fall. Bisschen. Also es ist ja auch nicht so, als wäre es die ganze Zeit. Es ist in der Nacht wirklich kalt und irgendwie, es ist dann jetzt könnt ihr sich unter kalt. Meine Decke kuscheln, das ist schön warm. Könnte man. Aber, ne, vielleicht hat ja jemand anders los. Nee, macht ja eure eigenen Waldcamps. Ich brauche hier meine Ruhe gerade, ganz im Ernst. Ich freue mich über den Besuch, der kommt, der sich aber das sind auch Leute, die ich hier haben will. Jetzt nicht irgendwie so ich habe auf der Bäckerfinke offen eingeladen. Ich spare mir das diesmal. Ist jetzt nur für eine Woche noch, ne? Und bis dahin tun wir, was wir können, um ein Wohnmobil zu bekommen. Wenn wir kein Wohnmobil bis dahin haben, dann haben wir auf jeden Fall das Auto. Aber Ansage ist nächste Woche, Ende nächster Woche irgendwann. Und sonst die fahren wir mit Bund-Tour dem Auto los. Zu starten. Weil genau. Wir fahren einfach los. Hauptsache weil wir machen es, genau. Ja. Und nutzen das, was wir haben. Und das kann man ja dann immer noch upgraden. Trotzdem habe ich Lust auf irgendeine Dschungelprüfung, was Lustiges. Wir lassen uns was einfallen. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht melden wir uns gleich nochmal wieder mit einer Dschungelprüfung. Mhm. In dem Fall seht ihr dann jetzt das Dschungelprüfungs-Jingle. Wir haben eine Dschungelprüfung für heute gefunden, die wir gerne machen möchten. Mit der Einladung an alle, die im Großstadtdschungel leben, in Anlehnung an eine Passage in 2020, wo von den menschlichen Denkmälern gesprochen wird. Die sich alle kuschelnd und knutschend in den Armen lagen und Liebe demonstriert haben. Einfach, also jetzt nicht da rumficken jetzt in der, aber ihr wisst, was ich meine. Diese menschlichen Denkmäler, fühlt euch herzlich eingeladen, diese Dschungelprüfung vor allen Dingen im Großstadtdschungel, in den Fußgängerzonen in der nächsten Woche einfach mal zu machen bei Gelegenheit, euch einfach mal 10 Minuten demonstrativ kuschelnd, schmusend, in den Armen liegend in der Fußgängerzone zu präsentieren. Vor allem jetzt bei Corona, weil Nähe und Liebe stärkt viel mehr das Immunsystem als irgendwelche Pillen, die man nimmt. Und Mundschutz hilft da gar nichts. Cool. Passt. Alles klar, wir gehen das jetzt an und wenn ihr möchtet, ihr auch. So, ich bin da jetzt in der Fußgängerzone und die ersten Denkmäler sind schon zu sehen. Ja, damit haben wir die heutige Dschungelprüfung auf jeden Fall sehr schön hinter uns gebracht. Wenn ihr möchtet, geht in die Fußgängerzone, macht das auch, macht eure Webcams an und haben wir irgendwie einen Hashtag, menschliche Denkmäler oder so, oder menschliches Denkmal. Mal gucken, was ich da gleich reinschreibe, wenn ich ein Video zusammenschneide, du. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, ein paar Videos von euch zu sehen, wo ihr kuscheln und euch umarmen in der Fußgängerzone steht oder wo auch immer ihr gerade seid. Das muss gar nicht mal die Fußgängerzone sein. Macht es einfach da, wo ihr seid. Habt euch lieb, tut euch gut, nehmt euch in den Arm, fühlt Nähe und kommt wieder zueinander. Tschüss mit F, lasst euch gut gehen.
Und dir auch nochmal winken. Und tschüss sagen. Ja. Sag mal tschüss. Ja. Tschüss. Aus Trier. Wir haben nur noch den Chips-Tag.